Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal ein Video über die Dashcam. Wir hatten ja schon ein Unboxing gemacht, die ist jetzt hier. Die gucken wir uns auch gleich an. Ich will jetzt aber wissen, was bei diesem Mega-Paket an Kabelei hier mit drin ist. Also ich hatte es ja im Unboxing schon gesagt, wir haben einmal dann so ein Plastikding zum Befestigen, dass wir sie ankleben können praktisch. Und einmal eins ohne Kleber, aber... Wartet. Zwei Klebeflächen, also ich zeige euch mal lieber so. Zweimal doppelseitiges Klebeband mit auch ja, so Dämmmaterial dazwischen. Dazu dann nochmal so kleine. Ich denke mal, die sind für die Kabel, dass man die dann irgendwie verlegen kann, ohne dass es großartig flackert. Die Dashcam, die sehr leicht ist. User Manual und Keycard. So, und jetzt haben wir ja halt hier noch dieses große Paket. So, und da haben wir drin einmal einen Zigarettenanzünder, also für einen Zigarettenanzünder, für Strom. Oh, da sind so jetzt zwei USB, also ihr könnt praktisch auch noch ein anderes Gerät dran benutzen. Ja, zwei. Und das ist dieses. Das werde ich aber dann wahrscheinlich nicht nutzen. Oh, das hat so ja Licht, für, dass man sieht, ob es an ist. Ja, mal gucken. Vielleicht mal, muss ich mal gucken, ob wegen Zigarettenanzünder im... Aschenbecher, ob da man dann trotzdem noch zumachen kann. Weil ich habe ja von OK auch dieses kleine schnucklige Ding gekriegt. Das habe ich im Unboxing ja gezeigt. Oder im Vor-Unboxing, was ich da gemacht habe. Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Das passt praktisch da rein und ich kann den Aschenbecher dann schließen. Beziehungsweise an der Seite am Schacht, wo ich diese Klappe habe. Also so eine Plastikklappe, die verdeckt praktisch den Zigarettenanzünder. Die kann man hochmachen und da kann ich das dann drin machen und die Klappe geht wieder zu. Und ich kann das halt jederzeit nutzen, weil ich einen Zigarettenanzünder brauche ich nicht im Auto. Ich habe nichts, was ich daran anschließen könnte, wenn dann USB. Aber der Kabel, der ist hier auch echt lang. Das sieht verdammt gut aus. So. Ich müsste mal... So. Oh, der ist aber lang. Warte mal, da müssen wir mal was machen. Da muss ich dann 70, 80, 90, 100. So. So, dann gucken wir mal nach. Also ich messe jetzt praktisch ab hier. Also nicht das Stück und das obere messe ich auch nicht mit. Ich messe jetzt wirklich rein beweglichen Kabel. Wartet mal, ich müsste vorher dann doch nochmal die Kabelei hier ein bisschen entwirren. Das passiert mir jedes Mal. Ich passe auf und dann habe ich Kabelsalat. Jedes Mal. So, jetzt haben wir es aber. So, dann fange ich einfach mal auf der Seite an. Hier sind 100. So, 100. Dreihundert, 391. Also fast 4 Meter ist der Kabel. Ja, ich weiß, es heißt das Kabel. Und das ist halt USB. Auf einer Seite, so. Ja, ganz normal für Strom. Und auf der anderen Seite ist Mini-USB, Makro, ich weiß nicht, wie man das kleine Ding nennt, was so dick ist. Jedenfalls der ist damit bei, also dran. Selbst wenn das jetzt vom Platz, wenn das zu wenig wäre, wäre das für kein Problem, da ich ja noch mein 5-Meter-Kabel habe von der PlayStation. Waren es 5 Meter? Ich glaube 5 Meter. Von der PS3. Und den könnte ich dann nehmen. Das ist auch kein Problem. Also, so, und pack mein Kabel erstmal weg. Das habe ich euch gezeigt, dass das mit bei ist. Und das habe ich euch auch gezeigt. So. Jetzt gucken wir uns aber noch an, was hier drin ist.
Ja, habe ich mir doch gedacht. Das sind Kabel. Ja. Also hier mit Kleber und hier macht man den, wartet, den Kabel rein und der hat dann auch so ein. Achso, das seht ihr jetzt nicht, scheiße. So. Da macht man dann den Kabel rein und dann kann man das hier oben so, kann ich jetzt, will ich jetzt nicht machen, ich will es nicht zuklappen. Und dann kann man das da oben zuklicken, also dass der Kabel nicht mehr rausfällt. Und dann kann man das praktisch hinterm Armaturenbrett rankleben und vernünftig oder an der Seite irgendwo so machen, dass der USB-Kabel dahin geht, wo er hingehen soll und nicht überall rumflackert oder runterhängt oder irgendwas anderes. So, machen wir auch mal wieder rein. So, jetzt gucken wir uns die Dashcam mal an. Achso, da bräuchte ich noch das Plastikding ohne Kleber. So, das will ich mich als erstes wissen. Mal gucken, ach so rum, okay. Ja, so rum kommt das. So, so rum kommt das praktisch dann an die Scheibe geklebt. So, seht ihr das? Ja. Hier ist dann praktisch die Klebestelle. Und wir können das dann auch abmachen. So, einfach hochschieben. Und dann können wir das praktisch abmachen. Das geht ein bisschen schwerfällig. Es kann sein, dass da vielleicht der Kleber kaputt geht. Also ich empfehle euch, dass man das dann, wenn man es einmal hat, dran lässt. Und ich mache das mal jetzt nochmal so ran. Wir haben eine Seite hier. Ein SD-Karten-Slot. Oh, da weicht es ab von der Beschreibung, also von dem Bild. Beim Bild war... Ja, ein großer Kartenschlitz für eine MC, aber hier ist Mikro. Ist natürlich noch vom Vorteil. Und da unten seht ihr auch MEC, MIC. Wir haben auch ein eingebautes MIC. Das heißt, hier ist auch noch so ein Aufkleber drüber über der Linse, dass die nicht kaputt geht. Den werde ich auch noch drauf lassen oder zerkratzt. Das heißt, wenn wir das so ranmachen, wir haben einmal das Bild, was dann auf die SD-Karte gemacht wird. Also praktisch hier ist die SD-Karte drin. Ja, und auf der Fahrerseite, das ist meine Seite, hier auch noch ein MIC, dass ich dann gefilmt, dass ich dann noch mit aufgenommen werde, wenn ich sage, scheiße, der Idiot bremst einfach oder so. Und dann haben wir hier oben da den USB, der reinkommt. Sieht man nicht? Da. Und zwei Klinkeanschlüsse und die sind für ein Klinke, zwei Klinke. Und ein Display haben wir auch noch. Mit Knöpfen. Wartet mal. Jetzt muss ich mal nachgucken, für was die Klinke sind. Ach so. Das eine ist nur ein Klinkeanschluss, ein 3,5 mm AV Output. Und das andere ist GPS Input. Also ehrlich gesagt, ich habe noch nie ein GPS hier sehen mit einem Klinkeanschluss. Also nicht mal bei den Android-Radios, die ich habe. Ja, also. So, und was ich jetzt ein bisschen von Nachteil finde, ist, dass die Anschlüsse alle oben sind. Klar, man sieht sie nicht gleich, aber der Strom, ja, also man macht das jetzt, gut, wenn man ziemlich weit oben hin macht, ist okay, aber wenn man es weiter unten macht oder so, ich werde es dann wahrscheinlich so etwa beim Spiegel machen. Da habe ich ja diese schwarze gemusterte, da muss ich es halt so anpassen, damit das halt weiter unten ist. Und dann kann ich den Kabel hoch und dann praktisch im Himmel und dann runter und dann hinten am Handschuhfach, am Radio vorne raus. Und dass er dann irgendwie aus dem Aschenbecher da an der Seite irgendwo rauskommt, dass ich das dann mit Strom versorgen kann. Und dann haben wir hier ein hoch, runter, OK-Taste und eine Taste, wo so ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen drin ist. Und auch hier ist dann so eine Schutzfolie drauf. Ach, wartet mal, ich suche gerade. Wo habe ich den denn hingelegt? Hier. Ah. Ich hatte nämlich schon extra einen externen Akku bereitgestellt für dieses Video. Aber meine Frau hat gesagt, das kann hier nicht rumliegen, wenn
Keine Ahnung. So. Und wie ihr seht, achso, scheiße. Der hat ja nur normal USB, das zum Laden. Hier. Mal gucken, USB-C, Makro, nee, das ist das falsche. Ich habe den falschen, glaube ich. Scheiße. Ich habe mir den falschen externen Akku genommen. Ah, shit. Weil der hat hier fertig, der hat die hier vorher dran, drei verschiedene, aber da ist halt nicht der mit bei, den ich brauche. Naja, macht ja nichts. Muss ich mal kurz einen Cut machen, einen anderen holen. So. Da habe ich jetzt mal schnell einen anderen externen Akku geholt. So. Wir haben einen kleinen grünen Punkt, der uns halt zeigt. Warte mal, ich muss mal gucken. So. Wir haben einen kleinen grünen Punkt, der uns zeigt. Okay, das an ist. Und jetzt müssen wir halt einstellen. Also man kann das Display, obwohl es so klein ist, so ja sehr gut lesen, muss ich sagen. Deutsch. Datum 2019. Ich habe keine Ahnung, der wie viel da heute ist. 8. Juni. Vielleicht hebe ich das ja auch auf. 6. Und dann kommt das hier halt online, wenn ich im Urlaub bin. Achso, Uhrzeit brauchen wir auch. 14:41. Ja, Monat, Day. Was wollen die denn jetzt? Warum jetzt nochmal? Achso, hier kann ich das aussuchen, wie es aussieht. 8.6.14:41. Ja, jetzt haben wir bestimmt schon wieder 14:42, war ja, sage ich doch. So. Und dann seht ihr praktisch, auf diesem Bildschirm seht ihr mich jetzt. Sieht jetzt natürlich noch ein bisschen komisch aus, weil ich habe noch die Schutzfolie drauf. Und dann haben wir unten haben wir verschiedene Icons. Einmal das mit dem Ausrufezeichen. Es kann sein, dass es jetzt das gerade jetzt nicht funktioniert, weil ich keine SD-Karte drin habe. Ja, keine Karte, sagt er mir hier bei dem anderen. Hier könnte so ein kleiner Lautsprecher drin sein. Einstellungen. So, jetzt haben wir bei den Einstellungen haben wir die Auflösung. So, 1080p, 700, mit, warte mal, 1080p, Full HD halt, steht da, FHD. Dann haben wir 720p mit 60 FPS. Ganz normales 720p. WVGA mit 800 noch was oder so. Und dann normales VGA. Ich denke mal, 720p 60 FPS reicht auch aus. Loop-Aufnahme, da kann man dann 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten machen. Datum, Uhrzeit können wir hier nochmal einstellen. Zeitzone. Plus eine Stunde sind wir. Recorder Audio.
Kann man an- oder ausmachen. Aktuelles Signal an. Den Belichtungswert können wir sogar noch anpassen. Der steht jetzt auf 0,0, also plus 0,0 und wir können als minus 1 zu 3, 2 Drittel und 1,0 machen. Plus haben wir auch dann halt das gleiche nochmal im Plusbereich. Frequenz haben wir. 50 Hertz, 60 Hertz, also 50 reicht da, denke ich mal, aus. Speed-Einheit. Da steht es jetzt auf Meilen, das machen wir jetzt auf Kilometer die Stunde. Das kann ich nicht lesen. Oh, ey. Also, man kann alles gut lesen, aber wenn man schon eine Brille hat, und jetzt mit dem Licht von oben ist halt ein bisschen, im Auto wird der dann ein bisschen schattiger. Keine Ahnung. TV-Modus haben wir hier, was soll denn der TV? Ach so, da können wir PAL oder NTSC nehmen. Doch, NTSC. Ich lasse auf PAL, ist auch auf PAL eingestellt. Sprache habe ich ja Deutsch vorhin schon gemacht, ist auch Deutsch drin. Screensaver. Können wir einen Screensaver anmachen nach einer Minute, lasse ich mal an. Movement Detect. Machen wir mal an. Keine Ahnung. Muss ich erstmal gucken, was das alles ist. Zeitraffer. Wollen wir nicht. Format. Können wir jetzt nicht machen, weil die SD-Karte ja nicht drin ist. Format Warning. 15 Day, 30 Day, 60 Day. Und testen wir mal, was passiert bei 15 Day. Rückstellung. Ich denke, ja, Rückstellung ist, also ist Werkseinstellung, ist Rückstellung. Naja. Version. Da könnt ihr die Version sehen, die ich hier habe. Ich hoffe, das kommt die Kamera, kann die Kamera gut einfangen. Weil so direkt lesen kann ich es nicht. DR02V1.1.0306. Ja, und das war's. Mehr haben wir hier bei Einstellungen nicht. Dann haben wir hier noch so ein Viereck mit einem Kreuz drin. Da wird mir jetzt aber nichts angezeigt, wenn ich da was mache. Mikrofon ist an. Oben, okay, ich sehe jetzt praktisch oben im Bildschirm, dass ich in 720p 60 FPS aufnehme und eine Zeit. Also da sieht man auch, welche Zeit. Daneben ist ein Mann abgebildet, der läuft. Das heißt garantiert, weil ich jetzt gerade so langsam bin, also weil sich nicht bewegt, denkt er, ich laufe oder das Auto steht. Müssen wir einfach mal gucken. Manchmal kann man so Geräte ja verarschen. Nee, hier klappt es nicht, bleibt doch laufen. Dann haben wir Mikrofon, das ist diesmal nicht durchgestrichen. Unten haben wir Datum und Uhrzeit. Und dann halt die Tasten. Dann könnt ihr das mal sehen vielleicht. So. Oh, hat aber gut eingepegelt. Ich weiß noch nicht, wie es dann im Endeffekt aussehen wird, wenn ich damit aufnehme, beziehungsweise wenn ich mir die Aufnahmen, die das Gerät ja dann selber macht, angucke. Man kann bestimmt auch einfach mal so eine Aufnahme machen, beim Autofahren oder so. Also wenn das auf dem Display kommt es hier schon richtig cool rüber. Ist ziemlich klein, aber es kommt cool rüber. Also wenn der das richtig geil macht, die Aufnahme, dann könnte man vielleicht da auch noch mal ein Video aufnehmen, wenn ich durch die Stadt fahre oder rumfahre. Und dann AUX hattet ja, das ist aber ein Ausgabe-Ding. Man müsste mal gucken, wie das Mikrofon denn ist. Dann könnte man da vielleicht auch aufnehmen. Oder ich vertone dann im Nachhinein. Könnt ihr auch was werden.
Und hier, ich will es jetzt nicht kaputt machen, aber hier seht ihr, dass die halt schwenkt. Ja. Die geht halt mit. Also wenn ihr die dann so dran habt und ihr die, praktisch bei mir wird es dann so sein, weil die Scheibe schräg ist, dann kann man das hier dann so einstellen, so wo die Kamera gebraucht wird. Das heißt, bei LKWs ja zum Beispiel bei einer geraden Scheibe so, bei meiner, die etwas schräg ist, so, dann kann ich das mir so anpassen. Und wenn man halt einen Sportwagen oder so hat, wo die Scheibe vielleicht noch ein bisschen schräger ist, dann kann man so ja so machen. Ja, das geht dann halt komplett bis hier hinten. Ja, oder falls man das natürlich nicht so am Fenster haben will, sondern sich das auf Armaturenbrett machen will, dann kann man zwar das Display vergessen, weil man kann es nicht mehr sehen, aber man könnte es auch so auf Armaturenbrett machen. Bumm. Und dann braucht man einen kürzeren Kabel, einfach runterlegt und dann bumm, fertig ist. Und dann kann man halt auch filmen. Also da muss ich mir dann gucken, noch wie wir das machen. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt so direkt noch gar keinen Plan. Aber ich denke mal schon, dass wenn ich es mache, so ein Stück unterhalb des Spiegels anbringen werde. Und ich das garantiert nicht alleine machen werde. Beziehungsweise, da gehe ich zu Bernhard, zu meinem Werkstattmann. Zu dem habe ich Vertrauen und da weiß ich, dass das gut wird. Und die Preise sind nicht so Wucherpreise wie bei anderen Werkstätten. Da bin ich dann auf der sicheren Seite mit bei. Jetzt nur mal gucken, wieso geht denn das jetzt hier nicht? Achso, das ist ja eigentlich die Tüte von dem USB-Kabel. Ja. Das ist immer so bei mir. Auspacken kann man alles ganz gut. Aber wenn es wieder ans Einpacken geht, kriegt man es nicht im Backen, dass man das vernünftig einpackt hier. So, dann machen wir mal den USB-Kabel als erstes. Aber wie gesagt, ich werde die jetzt noch nicht einbauen können, weil Urlaub geht logischerweise vor, also Kinder. Damit, ich kann Ihnen sagen, hier, ich muss das erstmal einbauen. Urlaub machen wir mal nächstes Jahr oder so. Und für mich ist das ja auch der erste Urlaub seit, weiß ich, 5, 6 Jahren. Weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, wo ich Onkel besuchen war in Thüringen. Und davor, bevor ich Onkel in Thüringen besucht war mein letzter Urlaub 2001. Also wo ich auch weiter weg war von hier. 2001, wo ich einen Kumpel in Heilbronn besuchen war. Und 2001 war das. Und davor war das letzte Mal, es glaubt mir kein Schwein, da war ich mit meinem Lehrbetrieb in Frankreich zur deutsch-französischen Freundschaft, hieß das. Da war unser Lehrbetrieb, dann noch ein Lehrbetrieb aus Rostock. Ja, und wir hatten uns erst in Dings getroffen, in Bonn, beim Haus Venusberg e.V. Da waren die Rostocker, wir und die Franzmänner. Und dann sind wir danach nach Frankreich gefahren und haben sie besucht und waren da halt. So, wie gesagt, okay. Dann soll es das jetzt soweit zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.